Seit einigen Tagen ist es für Firmenseiten auf Facebook ebenfalls möglich, die neue Timeline anzuzeigen. Wir haben hier am Beispiel schon mal den Optiker Schütz umgestellt auf die neue Timeline. Und was es mir heute eigentlich geht, ist vor allem die Möglichkeit, mit oder Fans einzuladen. Bisher war die Möglichkeit, die eigenen Freunde zur eigenen Seite einzuladen, recht schlecht platziert und ging meist unter. Mittlerweile hat sich das aber geändert und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe also, wenn ich Administrator einer Seite bin, hier diesen Administrationsbereich, den ich jetzt einmal öffne. Nach kurzem Laden habe ich hier die Möglichkeit, über Publikum erweitern, Freunde einzuladen. Nach kurzer Zeit zeigt er mir hier meine komplette Freundesliste an. Im ersten Moment zeigt er mir die letzten Interaktionen, also die Menschen, mit denen ich am meisten zu tun habe. Ich kann aber eben auch auf alle Freunde wechseln. So, im oberen Feld können wir auch einfach Namen eintragen und so die Liste kleiner sortieren. Ich habe jetzt hier mal meinen Test-Account ausgewählt, klicke das Ganze an und versende die Einladung. So, nun habe ich mich mit meinem Test-Account eingeloggt. Bisher war es so, dass diese Nachrichten immer hier irgendwo im rechten Bereich aufgetaucht sind, neben der Werbung und dadurch ziemlich untergegangen sind. Noch dazu ist es nicht immer sichtbar gewesen, sondern nur auf manchen Seiten. Es war ein bisschen merkwürdig. Mittlerweile ist es so, dass diese Benachrichtigung jetzt ganz populär bei den anderen Benachrichtigungen auftaucht. Und hier einfach steht, Kai Dold hat dich eingeladen, seine Seite gefällt mir zu markieren. Das Ganze kann ich jetzt aufrufen. Bin schon da, kann jetzt eben Gefällt mir drücken. Interessant ist jetzt in diesem Feld, sehen wir auch schon mal, wir werden mittlerweile dazu aufgefordert von Facebook, wenn wir eine Seite Gefällt mir klicken, doch gleich einen kurzen Kommentar eben zu schreiben, der den Usern da wieder präsentiert wird. Also auch hier habe ich die Möglichkeit, relativ leicht sogenannte Bewertungen dann eben von meinen Usern zu bekommen. In dem Fall lasse ich das jetzt mal. Das war es eigentlich schon, was ich Ihnen heute zeigen wollte. Es ist also wesentlich einfacher geworden, die eigene Seite an eigene Freunde zu empfehlen. Ich kann Ihnen also daher eben nur ans Herz legen, mit Ihren Mitarbeitern und auch Sie selbst auf diesem Weg die eigenen Freunde auf die Seite zu holen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.